Die grüne Landtagsfraktion hat in Sachen Doggy Dorfmann und seiner Anklage, die er von Herrn Gatterer erlebt hat, eine Anfrage eingebracht, die wir kurz vortragen dürfen. Sie ist teilweise korrekt vorgebracht und zum Teil als Reim. Ist das Reimen von Schlatterer auf Gatterer prozesswürdig? Der Brixner Liedermacher Markus Doggy Dorfmann hat auf Verspätungen im Südtiroler Nahverkehr im letzten Winter mit einem launigen Liedchen reagiert, was die Saat und ihren Eigentümer aufs Korn nimmt. Um den Verspätungssadismus anzukreiden, hat Songschreiber Dorfmann auch den Namen von Ingomar Gatterer herangezogen und kurzerhand Schlatterer darauf gereimt. Diese kaum bösartige, eher liebevolle, grantelnde Titulatur hat Doggy Dorfmann nun eine Anzeige wegen Verleumdung eingetragen. Und wir fragen daraufhin die Landesregierung, dem Versmaß des Liedes folgend, mit folgender Anfrage. Erstens, wie kann der Titel Schlatterer beleidigen Herrn Gatterer? Ist nicht am Ende doch recht borniert, wenn er dagegen prozessiert? Wird's Land als Partner oder Kontrahent ihm sagen, dass er sich verrennt? Dass Saat im Eifer und im Groll der Künstler Freiheit überrollt? Kann nicht vielleicht des Saatchefs Pate, das wäre Dornwalder, ihm zu mehr Mäßigung wohl raten? Und ganz privat gefragt noch an Herrn Gatterer, lass ihn so'n Doggy recht in Ruhe, denn bei der Saat gab's zu dir genug.